Der perfekte Aprilscherz muss so präsentiert werden, dass man ihn im ersten Moment vielleicht noch glauben könnte. Je unsinniger schließlich die Idee ist, die am besten bierernst präsentiert wird, desto besser. Gerade in Sachen Gaming und IT laufen sogar die großen Namen jeden April zur Höchstform auf, um uns möglichst stilvoll zu verarschen. Wir haben für euch eine Top 10 der wohl besten Aprilscherze 2013 zusammengestellt und den Start machen Ponys. War Thunder, ein in der Beta befindliches Free-to-Play-Flugzeug-MMO, hat eine neue Fraktion angekündigt. Achsenmächte und Alliierte sollen jetzt auch fliegende, knallbunte Pferdchen à la My Little Pony abschießen. Die bomberfarbenen Biester mit MGs und Schutzhelm sind auf jeden Fall bescheuert genug für die Top 10. Außerdem, wer will nicht hin und wieder mal freundschaftsliebende, magische Regenbogenhuftiere abschießen? Gaming-Mäuse von Hersteller Razer können preislich ja durchaus mit manchem Smartphone mithalten. Da lag es wohl nahe, sie auch zum Telefonieren zu nutzen. Die neue Funktion soll irgendwie über den Lasersensor laufen, genügend Tasten zum Wählen gibt es auch und die nicht mehr ganz so jungen unter uns erinnern sich vielleicht noch an den jetzt endlich funktionierenden Gag mit der Maus aus dem vierten Star Trek-Film. Google Glass war gestern. Die britische Zeitung The Guardian will mit den Guardian Goggles alles bieten, was Google kann, und uns zu Orten, Ereignissen und Produkten alles Wissenswerte aus seinen Archiven in die Augen schicken. Dann gibt es auch wenig appetitanregende Wahrheiten zu Meeresfrüchten und, am allerbesten, einen Filter der Boulevardblätter, um alle falschen und fragwürdigen Inhalte kürzt. Im Gegenzug will Google eine echte technische Neuerung für Google Mail bringen. Gmail Blue ist ein überarbeitetes Interface in Blau. Nach jahrelangen Testläufen mit Braun, Orange oder Gelb hat man sich jetzt für diese Farbe entschieden und nachdem endlich die technischen Möglichkeiten da sind, wird jetzt alles blau. Eine schöne Persiflage auf Produktvorstellungen, nachdenkliche Entwicklerinterviews und hört mal, hier kommt die Zukunft, Dudelmusik inklusive. Deus Ex in Retro. Eidos Montreal hat sich entschieden, mit Deus Ex Human Defiance Adam Jensen aus seiner 3D-Umgebung zu befreien und in 8-Bit-Aufmachung neue weltbewegende Entscheidungen, bessere Bosskämpfe und einen Koop-Modus mit anderen Charakteren der Serie einzubauen. Ein Aprilscherz, den sich mancher Fan vielleicht tatsächlich gewünscht hätte, stattdessen wird es einen Wii U-Port von Human Revolution geben. Google ist nochmal in der Top 10 mit Google Knows. Dieses Hochglanz-Produktvideo stellt ein neues Feature vor, mit dem Gerüche ergoogelt werden können. So kann man Blumen anhand ihres Duftes erkennen oder herausfinden, wie genau ein nasser Hund oder ein Sarkophag von innen riecht. Und chronische Mittagessen auf Facebook-Poster könnten dieses Feature nutzen, um auch noch mit Gerüchen anzugeben. Zombies in einem MMO. Nichts Neues, aber diesmal von Wargaming. Denn die schlurfenden Kameraden sollen in World of Tanks und in Zukunft auch in World of Warplanes Einzug halten. Beeindruckend ist hier die Liebe zum Detail mit Aufnahmen von Zombie-Motion-Capturing und Beschreibungen, wie am Flugzeug hängende Untote die Flugeigenschaften von Weltkriegsmaschinen verändern können. YouTube schließt. Um einen Sieger zu ermitteln. Schließlich ging es die letzten Jahre darum, am Wettbewerb des besten Videos teilzunehmen. 30.000 Angestellte werden jetzt vorsortieren, damit die Jury dann anhand einer Auswahl bestimmen kann, welche Aufnahmen von Katzenbabys, erschrockenen Kindern oder Photoshop-Tutorials das Beste auf YouTube darstellen. Besonders schön der Siegpreis, ein MP3-Player und $500. Und noch einmal Google. Google Maps wird erweitert. Um Karten des Piraten Captain Kidd, die das Google Street View Team unter Wasser gefunden hat, welche Straßen auch immer es da aufzunehmen gab. Captain Kidd hat erstaunlich akkurate Karten der gesamten Welt hinterlassen, in der Hinweise auf seinen Schatz versteckt sind. Wie es sich mit Piratenschätzen gehört, müssen aber einige Tricks angewendet werden. So sieht man manches nur, wenn man Google Maps gegen das Sonnenlicht betrachtet, einzelne Ausschnitte kombiniert oder den Bildschirm erhitzt. Die in den Gag geflossene Mühe ist beeindruckend und wie schon mal mit den 8-Bit-Karten sind auch die altmodischen Aufzeichnungen von Captain Kidd derzeit noch auf Google Maps verfügbar. Allerdings gibt es nicht gerade viele Verkehrswege, von Routensuche in dem Modus wird abgeraten. Platz 1 in der Top 10 geht an ArenaNet. Die haben für Guild Wars 2 einen großartigen Retro-Trailer mit einem an die Kilrathi-Puppen aus Wing Commander erinnernden Char produziert, der in nostalgischer Videoqualität in ein Kinderzimmer der frühen 90er stürmt und eine neue Konsole präsentiert. Das an sich wäre kein Pokalsieger, aber das Ding existiert wirklich.
Zumindest in Guild Wars 2. Gleich mehrere Retro-Welten verbergen sich in einem April-Scherz-Dungeon, wo zu 8-Bit-Gedudel gehüpft und gekloppt werden kann. Das ist der wohl mit Abstand aufwendigste April-Scherz des Jahres und vor allem nicht nur ein Scherz wie im Fall weinender Retro-Freunde bei Deus Ex. Noch bis Ende April kann man hier selber eckige Schlangen, wütende Affen und Jacko-tanzende Spinnen zerhauen, um die Prinzessin zu retten. Hut ab, ArenaNet!